Das ist ganz frische Musik von Rihanna zusammen mit Starproduzent Calvin Harris. We Found Love. Die Superhits der 80er, der 90er und das Beste von heute, das da bei euch im Radio. Das ist 100,5, das Hitradio. Wer lustig ist, der macht ein Video und schickt es dann an RTL. Das war die Aufgabe und genau so hat es auch Tané Schafazik gemacht. Sie steht nun im Finale beim großen Comedy Grand Prix und sie ist eine von uns. Das ist besonders schön. Tané kommt nämlich aus Heinsberg, also mitten aus dem 100,5 Revier. Und besonders lustig ist sie in ihrer Rolle als Annegret Brandstätter. Sag mal, was macht diese Figur denn wirklich so lustig? Also die Annegret Brandstätter würde jetzt dir helfen bei der Partnersuche, weil sie hat eine Partnervermittlungsfirma. Und sie stellt verschiedene Singles vor und sie würde dir auf jeden Fall da einen super Typen aussuchen. Perfekt. Sag mal, du stehst jetzt vor richtig großem Publikum auf der Fernsehbühne und das alles nur, weil deine Mutter aus Zufall den Aufruf im RTL-Videotext gelesen hat. Ja, gesagt, getan. Und das eigentlich ja mit null Erfahrung und du bist schon wirklich so weit gekommen. Was war denn bislang besonders aufregend? Das war mein erster Auftritt als Comedian da in Bremen beim Casting. Also dann habe ich auch nicht wirklich geprobt dafür, weil ich mir das alles nicht so groß vorgestellt habe, wie es dann letztendlich doch war. Habe dann echt ein super Feedback bekommen von Kaya und Cindy. Die haben gesagt, ich finde mich total super. Und dann bin ich weitergekommen und dann auch letztendlich echt ins Finale. Und das war eine mega Überraschung, weil ich damit einfach selber gar nicht gerechnet habe. Weil eigentlich alle, die da waren, die schon total etabliert sind in diesem Geschäft, Quatsch Comedy Club, Nightwash, die ganze Palette da abfrühstücken. Und ja, ich bin dabei und das ist echt Wahnsinn. Voll gut. Großes Tennis. Wir drücken dir natürlich die Daumen für Freitag. Dann ist das große Finale. Wie kann dir das 100,5 Revier denn helfen, den Preis dann auch wirklich nach Hause zu holen? So, jetzt nochmal an alle hier im 100,5 Revier. Es wäre super, wenn ihr mich einfach unterstützt am Freitag, alle den Comedy Grand Prix guckt und für unsere Region mitvotet. Schon mal vielen Dank. So machen wir das. Tané Schafazik aus Heinsberg will was zu lachen haben, deshalb lassen wir sie nicht im Stich und drücken ihr für Freitag ganz fest die Daumen, denn dann gewinnt sie ihn vielleicht den Comedy Grand Prix des Jahres. 100,5.